Willkommen zurück zu Mass Effect auf Würmeier. Kurz vorm Fahrstuhl. Ja, wir haben nur noch ein einziges. Hier, Sturm. Nee, Flugabwehrgeschütz müssen wir zerstören. Dann haben wir es bald geschafft. Ja, wir haben Legion kennengelernt. Im letzten Part. Ja, wir wissen immer mehr, was Saren vorhat. Kurz davor, hier die ganze Sache in die Luft zu jagen. Ganze Brutdingens hier. Achso, in der Pause habe ich übrigens, in der Aufnahmepause, ein paar Sachen neue. Da ist es. Wir müssen die Gen ausschalten und die Sprengladungen anbringen. Was denn jetzt? Eigentlich. Schredder, Kampfscanner, ja, ja. Immer her damit. Ach ja, ein neues Sturmgewehr habe ich auch bekommen. 260. Wurde dann mein 214 bekommen. Herrlich. Herrlich, sag ich mir schon, Leute. Ja, ich mach mal hier gerade hier. Ich muss da mal gerade drüber gehen. Nur gerade trinken. Hm. Der hat gesehen, der Speicherstand war vom 14. März. Brutkasten. Noch ein Brutkasten. Landestelle. Brutkasten. Was wird denn hier gebrütet? Da ist ja nichts drin. Das ist aber ein großer Behälter. Macht mir ein bisschen Angst, so ein großer Behälter. Hört mir gar nicht. Sprengladungen angebracht. Alle Mann runter. Runter! Alter, hier gefällt mir alles gar nicht. Woo! Gut gemacht! Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Da war er. Gefällt mir alles nicht, Leute. Bombe ist in Position. Wir sind hier alle Commander, hören Sie mich! Die Atombombe ist fast bereit, Lieutenant. Gehen Sie zum Treffpunkt. Nein, Commander! Die Geth haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ. Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Hoch zum Flakturm. Los. Also. Ja, ich würde sagen, die zwei wieder, ne? Die haben jetzt momentan die besten Waffen. Miete. Hab ich gesehen jetzt. Okay, also da geht's nicht auf, von da kam ich. Da ist aber auch zu jetzt. Naja, gut. Jetzt sagt man nicht hier. Ah ja. Caden unterstützt. Ja, bleib doch mal schön stehen mit deiner Knarre. Hallo.
Terraner Warlord, ist klar. Jawohl. In die Fresse gehauen, hast du gesehen? Gut. Hast du schon eine Ausrüstung bekommen? Zunahme 6. Wollte gerade sagen. Kenn ich doch nicht vorher. Ja, nämlich auch schon. Okay. Hier ist auch noch mal dabei gekommen. Jetzt aber hurtig. Wo ist er hin? Wie ist denn hier? Ach so, oben drüber. Hin. Ah, Kiste, dann hier hoch. Okay. Und jetzt? Verdammt nochmal, die geht, schicken Verstärkung. Chief, wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist bereits hier und spuckt immer mehr Geht aus, die die Detonationsstelle überfluten. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir sie aufhalten können. Ich aktiviere die Bombe. Was machen Sie, Chief? Ich stelle sicher, dass die Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie den Lieutenant und verschwinden Sie dann schleunigst. Das werden Sie nicht. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Williams. Ja, jetzt bin ich schon hier zum Kane unterwegs. Alter, das ist doch scheiße. Sieht besser aus. Der, Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns an der Detonationsstelle treffen. Ja, Commander. Ich... Es ist die richtige Entscheidung. Und Sie wissen das, Ash. Bleiben Sie am Leben. Ich werde Sie holen kommen, Kaldan. Wir beide wissen, dass das nicht passieren wird, Commander. Oh. Schiss. Okay, so, das mussten wir jetzt. Ja, guck mal hier, als ob es gewusst hätte, ne? Ja, egal. Ja. Jetzt geht's hier vorne nicht weiter, ne? Hier ist jetzt zu. Ja, super. Wenn sich der Caden nicht angepisst, so, du Penner. Noch schöner, wenn du angepisst wäre. Jetzt aber was gegeben, du. Hallo, mach doch mal. Ach so, kommt. Wow. Ja, super. Scheiße. Ich hatte etwas zu forschen. Ich habe gerade unten gesehen, kurz bevor die Rakete eingeschlagen ist, dass ich rot bin.
Tja. Shit happens. Oh. Ich hoffe, ich kann gleich unten nochmal abspeichern. Ich habe keinen Bock, jetzt mal hier runterzulaufen. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Voll nervös. Komm, 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 komm. Hey. Vorbei. Voll Idiot. Lebt noch? Nee. Ich muss aufpassen. So ein bisschen. Tür auf. Scheiße. Da hinten ist noch einer. Commander, Sie müssen die Bombe legen und verschwinden. Wir können nicht länger. Linke Flanke, linke Flanke. Sparfeuer, Sparfeuer. Shepard, meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Eine eindrucksvolle Ablenkung. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Warum tun sie das? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Okay, Leute, der Part ist vorbei. Ja, jetzt, ich weiß nicht, ob das hier schon ultimative Begegnung mit Saren ist. Ich meine, es gibt ja noch zwei weitere Teile am Mass Effect, aber ob das hier jetzt schon das Ende ist. Ja, seid gespannt. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.